Hallo bei Reinkick TV zu den X-Tipps Spieltagstipps heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Hamdi Damani von Fortuna Köln. Hallo, grüß dich. Wir tippen heute aus der dritten Liga, nämlich den 35. Spieltag. Bist du bereit dafür? Bin ich, ja. Okay, dann fangen wir an mit der Freitagspartie Preußen-Münster gegen Magdeburg. Das wird ein Unentschieden, das wird ein 1-1. Warum? Münster tut sich schwer, die Spiele zu Hause zu gewinnen und Magdeburg ist ein sehr unangenehmer Gegner. Dann haben wir Mainz 05-2 gegen die Stuttgarter Kickers. Ich tippe auf einen Sieg von Mainz 05. Sie sind eigentlich relativ heimstark, obwohl Stuttgarter Kickers gewinnen muss, aber da liegt die Gefahr. Ich denke, Mainz wird 1-0 gewinnen. Dann Rot-Weiß Erfurt war euer letzter Gegner, nicht so gut ausgegangen leider das Spiel, gegen den VfR Aalen. Was tippst du da? Ja, Erfurt hat einen positiven Trend. Ich tippe auf einen Heimsieg von Erfurt 2-0. Dann haben wir den Halleschen FC, die treffen auf den VfL Osnabrück, starker Gegner. Ja, definitiv, die haben jetzt einen neuen Trainer, Osnabrück ist jetzt auf einmal in der Verfolgerrolle, da tippe ich auf ein 1-1 Unentschieden. Dann kommen wir schon zum ersten Aufsteiger für diese Saison, nämlich Dynamo Dresden, die treffen auf Wien Wiesbaden, 16. Klare Sache? Ja, es wird schwierig, ne? Dynamo ist jetzt in Feierlaune, ich denke trotzdem, sie werden es irgendwie schaffen, ein Unentschieden 1-1 erzielen. Dann haben wir Sonnenhof Groß-Asbach gegen Holstein Kiel. Schwieriges Spiel. Ich denke, Groß-Asbach wird 0-1 verlieren. Okay. Dann haben wir nochmal eine Zweitvertretung, nämlich die vom VfB Stuttgart. Die treffen auf Energie Cottbus. Arg in Abstiegsnöten. Ja, sehr, sehr schweres Spiel zu tippen, finde ich. Man weiß gar nicht, was passieren kann. Ich denke, es werden viele Tore passieren. Es wird so ein 3-2 für VfB Stuttgart. Dann haben wir noch Kickers Würzburg. Das Motorrad nervt ein bisschen, aber wir schaffen es schon. Kickers Würzburg gegen Hansa Rostock, gegen Traditionsclub also. Ja, Würzburg will es jetzt irgendwie wissen. Hansa Rostock ist jetzt nicht so stabil. Ich denke, Würzburg wird 2-1 gewinnen. Sind ja auch Dritte in der Tabelle aktuell. Jetzt kommen wir zum Zweitplatzierten, nämlich Erzgebirge Aue. Die wollen zurück in die zweite Liga gegen Chemnitzer FC. Schaffen die da den nächsten Schritt? Ja, Aue wird da definitiv einer der entscheidenden Schritte machen. Die werden gewinnen. Chemnitz ist sehr stark aktuell. Es wird so, aber wie Aue sehr häufig dieses Jahr 1-0 für Aue. Und dann drehen wir die Uhr nochmal zurück, nämlich auf den Freitag 19 Uhr. Da heißt es dann Werder Bremen 2 gegen Fortuna Köln. Ja, da wollen wir auf jeden Fall einen wichtigen Schritt erzielen. Ich denke, wir werden 1-2 gewinnen. Drücken wir euch die Daumen. Dankeschön. Das waren die X-Tipps, Spieltagstipps mit Hamdi Damani. Ciao.